Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ja, ich habe hier schon eine Rakete gelandet, die jetzt die Touristen abreisen lässt. Die sollten sich jetzt alle auf den Weg machen, weitere abreisende Touristen. Jetzt sollte dann die Anlage wieder leer sein fürs Erste. Schau mal. Dann lassen wir die Rakete starten. 218 neue Bewerber, das ist doch schon mal was. Aber was wir auf jeden Fall auch brauchen, ist ein Wissenschaftszweig neuer, wo wir Wissenschaftler ansiedeln können. Das fände ich gut, wenn wir hier noch bauen könnten, vielleicht irgendwie. Trigon-Megakuppel. Ich habe überlegt, ob wir die vielleicht hier irgendwie platzieren. Oder ob wir die unten platzieren. Wir haben das ja mittlerweile zu einem unserer Wissenschaftsanlagen gemacht. Und hier wohnen mittlerweile auch relativ viele Leute. Obwohl relativ viel. Ist natürlich wieder so eine Aussage. Diese Hawking-Universitäten haben natürlich nicht unbedingt aktuell die Masse an Mitarbeitern, die sie bräuchten eigentlich. Damit das gescheit funktioniert. Deswegen überlege ich, ob wir nicht einfach hier noch eine größere Kuppel bauen können. Funding received. Schau mal, was ist, wenn wir hier einfach eine mittlere Kuppel irgendwie platzieren könnten? Also hier ging natürlich noch eine hin, aber es wird halt alles relativ vollgestopft, ne? Funding received. Das ist dann wieder die ganze Sache am Ende, ne? Dass alles bumm vollgestopft ist. Ein Pipapo. So, schauen wir nochmal. Wir haben hier noch ein paar schöne Missionen, die wir machen können. Was macht der hier? 2% und 1%. Dann wird auch er das hier nochmal Expedition aussenden. Etwas, was wir machen könnten. So, das Eisenlager ist auch fast schon mittlerweile voll. Echt brutal. Oh, wir brauchen aber wieder ein bisschen Geräte von hier, wie scheint. Eins, zwei kleine Ressourcen. Starten wir das mal. So. Der buddelt sich auch fleißig von A nach B. Und die Lager kriegen auch langsam schöne nach vorne. So, hier sollte langsam auch die Verarbeitung dementsprechend vorangehen. Die Temperatur ist fast schon bei 100%. Alter, schau dir die Geschwindigkeit an. 2,6%. Dass natürlich wieder alles abgekoppelt wird, ist der Verbrauch auch wieder einiges geringer. Wir bräuchten jetzt natürlich einige Passagierraketen einfach wieder. 5 Stück sollten für einen Start reichen. Button. Passagierrakete, Touristen starten. Passagierrakete, Touristen starten. Dragon 5 mit ohne Nutzlast. Okay. Lass mir da mal landen. Wie es hier abgeht, wie die ganzen Ressourcen ausgelagert werden. Vor allem die Menge an Treibstoff, die wir mittlerweile besitzen, ist ein bisschen übertrieben. Aber ja. Bauen wir vielleicht hier hinten einfach auch noch einen See hin. Wie wäre es denn hier mit einem kleinen Seechen? Das wäre doch noch was ganz, ganz Feines. Großer See?
Einfach hier so hin. Das ist doch schick. Das passt. Das. So, jetzt müsst ihr das nur noch fertig machen und sollte alles passen. Der Anschluss ist auf jeden Fall gleich mal da. So. Was sind das? 22 Passagiere. Ah, das sind unsere 9 Urlauber, die hier landen. Die in kürzester Zeit hier runter wollen. Na, kommt, Leute. Na, kommt, meine Freunde. Alle wieder zurück ins Gebiet. Okay, das ist immer eine blöde Position, weil es immer woanders hinführt. Ob die dann zurücklaufen durch den Tunnel? Die laufen überall hin, außer dahin. Eieiei, was geht eigentlich bei der Kuppel hier oben ab? Noch die Maschinenteilfabrik natürlich. So. Füllen wir mal den See auch noch. Was hat die dabei? Nichts als Ladung. Ich glaube, das war unsere eine Mission, die wir gerade geschickt hatten. Vegetation. Meteoritensturm. Verdeckte Operation. Wir tun mal wieder ein bisschen Technologie stellen. So. Schau mal. Du kannst schon starten. Ihr wartet beide noch auf genug Treibstoff. Okay. Prozent schon, okay. Noch einer, komm. So. Research complete. Restart die Lageroptimierung. Oh, nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, wo Lageroptimierung war. Fangen wir damit an. Was haben wir denn jetzt geklaut? Schaltet folgendes Projekt auf: Polarkappen schmelzen. Geoscape-Kuppel, das wäre noch ein Projekt. Das wäre noch ein Heavy-Projekt. Habe ich ausgelagerte Outsourcing? Nein, habe ich nicht mehr. 5000. Das sollte auf jeden Fall helfen beim Vorhaben. So, bieten wir an. Ja, langsam wächst aber alles hier. Das wird langsam echt schön grün hier. Jetzt muss es auch von selber grün werden, wie zum Beispiel hier. Wo bleibt denn der Regen? Ach scheiße, es wird überall langsam grün. Und es sollte natürlich dann hoffentlich auch von Aufforstungsfabriken. Es bringt ja nichts mit Aufforstungsfabriken, wie es scheint. Funding received. Mhm.
Der Sicherheitsposten ist unbemannt. So, du solltest doch mittlerweile startbereit sein, oder? Jawohl. Research complete. Erdtourismus wurde abgeschlossen. Funding received. So, Erdtourismus haben wir durch. Dann haben wir als nächstes fortschrittliche Raketentechnik, um größere Sachen zu bauen. Und dann würde ich erstmal das vorziehen. Ich kann aktuell nicht auslagern, schade. Also sobald die Temperatur wieder sinkt, natürlich sind die ganzen Dinge auch wieder obsolet. Oder sobald die Temperatur halt 100% hat, ne? Weil das ist dann relativ unnötig alles. Und die Dinger hier machen mittlerweile auch 2. Oder die machen allein 6 Wasser. Nur Spezialprojekt. Bereit schicken. Wir müssen langsam anfangen, die immer weiter zu verschicken. Unterwegs zur Erde. Der verbreitet die Vegetation. Der kriegt jetzt die Ressourcen dazu. Da haben wir ja zum Glück überall genügend Ressourcen, also von denen ist ja es echt nichts irgendwie nicht möglich. Die Sauerstoffproduzenten hier sind natürlich auch jederzeit am Start. Brauche ich den überhaupt noch? Sauerstoffbedarf 0. Magnetfilterung, du auch nicht. Haben wir viele keine Magnetfilterung zufällig? Wir schalten mal alle aus. So, jetzt steht die Sauerstoffproduktion hier. Und dann gibt es die hier noch. So, Sauerstoffproduktion steht auf 0. Dadurch sinkt natürlich unser Wassergebrauch auch nochmal, wahrscheinlich. So. Real Metal Hunt, das ist nur Ausstrahlung. Hat wieder Geld gebracht. Okay, unser Geld ist halt echt brutal mittlerweile. Ich hole nochmal 5 Raketen mit Passagieren dazu. Es sind so verschiedene was. Hä? Was? What? Ich passe noch wesentlich mehr rein. Okay, hier ist voll, hier sind aber immer noch 9 Plätze frei. Hier sind 8 Plätze frei. Machen wir nochmal ein kleines Bauprojektchen. So, Bewohnungen. Intelligentes Haus. So. Baut hier noch mal ein paar Wohnungchen hin. Dann sollte das schon passen. Das sind 4, 8, 16. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. 28 neue Wohnplätze, die jetzt entstehen.
Hä? Doch nur zwei? Okay, hups, doch weniger. Naja, aber immerhin etwas. Verstärken? Kann ich die alle verstärken noch? Oh, lol. Ist ja komplett unnötig. Ja, komm, wir können es ja. Also wir wollen jetzt über noch ein paar kleine Seen, denke ich mal. Also kleine Seen. Riesiger See. Funding received. Milestone achieved. Temperatur 100%, jawohl. Und jetzt kommt natürlich hier noch die Rohrverkabelung, die wir brauchen. Und noch weitere Seen, die hier sind. Ah, die Temperatur auf 100% bedeutet, ja. Wir können euch alle abreißen. So. Wurde denn wieder Strom letztes? Spytech verlangt. Die Rivalität in unserer Maskulinen hat die Aufmerksamkeit einer Spionagefirma auf der Erde erregt. Spytech, eine Spionagefirma, bietet uns einen geheimen Scan aller anderen Kolonien mit ihren hochmodernen Satelliten an. Wie genau der Scan ist, hängt davon ab, wie viel wir bereit sind auszugeben. Die Satelliten wurden speziell auf Datendiebstahl ausgelegt. Da wäre also eine Gelegenheit für uns, technische Fortschritte zu sichern, die unsere bereits erforscht haben. Ne, wir kaufen natürlich das Platin-Paket. Das war zu verdanken, dass wir bahnbrechende Technologien entdeckt haben. Politischer Verstand, okay. So, jetzt müssen die Ressourcen hier von allem abgeholt werden, weil hier sind natürlich jetzt Ressourcen rausgekommen ohne Ende. Und ich glaube irgendwie, dass ich gleich nochmal ein Eisenlager brauche. So, der hat Vegetation verbreiten erreicht. Perfekt. Mir fehlt der Regen. Ich brauche noch mehr Regen. Bald ist Wasser auch schon auf 100%, dann kann es ja nur noch gut werden eigentlich, ne? Also über diese kleinen grünen Spots, die schon entstehen, sind schon geil. Kann ich hier nicht noch irgendwie so einen kleinen See wenigstens reinhauen? Das wäre noch irgendwie cool. Geht doch. Jetzt hat mit Rohren noch natürlich versehen. Funding received. So. Dann können die sich darum kümmern, dass der aufgebaut wird. Und dann wird es langsam was. So, der füllt sich auch schon auf. Und es hilft ein bisschen auf jeden Fall die ganze Zeit weiter. Das wird ein ordentlicher Vorsprung noch. So, bereit zur Landung. So, haben wir denn noch irgendwelche Forschungen, die offen sind? Vegetation verbreiten wird gemacht. Das ist ein Meteorit. Das ist wieder irgendwas anderes. Schau mal hier. Wolkensaat. Expedition auf jeden Fall aussenden. Die kann ich gebrauchen. So. Also von denen bräuchte... Der verbraucht 100. Holy shit.
Holy shit, das ist heftig. Wenn ich einen plus 20 Strom, aber tut 50% mehr reduzieren würde, der macht 0,3 Wett. Oh, das ist übel. Wie viel fressen die einen Strom? 20. Oder die machen nicht mal einen von denen aus. Fortschrittliche Raketentechnik. Ja, nice. Sind jetzt also größer. Und jetzt kommt die lokal begrenztes Terraforming. Mikroversion, künstliche Sonne. Das wäre dann auf jeden Fall... Ja, das tun wir auch noch nach vorne verschieben. Und dann... Wärmekonverter ist eigentlich auch unnötig. Und noch ein paar Billigforschungen. Ah, kann ich schon wieder... Ja, outsourcen haben wir noch ein bisschen was. Ja, hier geht's relativ viel ab. Das muss man natürlich schon lassen, ne? Passagierrakete, Touristen. Trotzdem starten. Schicken mal 3 Stück hoch. Trotzdem starten. Starten. Trotzdem starten. Und, ach komm, noch eine. Starten. Trotzdem starten. Wir befinden uns ja hier sozusagen im Valhalla. Das ist wunderschön hier oben. Wunderschön. Na, vielleicht kommen wir nochmal in der Klasse auf. Bewohner, große Kindertagesstätte. Holy shit, wie viele Kinder sind die schon? Schau, ich töte hier noch. Ich glaube, ich kann hier auf jeden Fall noch eine Forschungsanstalt reinbauen. Erzeugt Forschung. Da wird es den Forschungskomplex noch, der hier steht jetzt dann. So, schauen wir, was dann gleich kommt. 890 hier noch übrig, das ist doch super. So versteckt ist er, macht jetzt 0,3 Wett. So. Ah, es wird schon, es wird schon. Braucht denn das Ding? Muss es denn wieder. Ah, das ist wieder unter ersten, ne? Ach Quatsch, Terraforming. Verbraucht Strom. Ach guck mal, es regnet eh. Wird langsam müsste es sich eh von selber verändern. Alles ausweiten und grüner werden. Da wird Wasser reingefüllt. Was haben wir halt auch schon auf 100%. Holy shit. Ja, es wird langsam. Ah ja, unsere 4 Raketen, die zum Landen sind, sind ready. So, noch die letzte. Das sind nun die großen Passagierraketen. Schauen wir, wie viele mit ihren Urlaub schon fertig sind. Schwer abreisend 102 und 5. Ja, steigt die Menge, steigt die Menge. Langsam kommen sie alle.
sind es 100. 102. 0, 0, 0. Und trotzdem sollte das Ding hier noch voll belebt sein. Perfekt. Na, langsam wird das. Von großen Seen, von riesigen Seen. Leute, wir machen gerade 0,66% pro Soll mehr. Das ist natürlich jetzt auch nicht so wenig. Eisasteroidenfinger. Ach, Expedition aushin, warum nicht? Warum nicht? Dann ist was auch auf 100%. Dann bräuchten wir nur mal einen riesigen Regenschauer und dann wäre das alles schon wieder noch geiler. Vegetation verbreiten und du fliegst zur Wolkensaat. Ich schätze hier aus, Start bereit. Gut. Nächste Start ready. Perfekt, da schon 55% an Pflanzensaat. So, wer von euch beiden startet schneller? Es braucht nur einer braucht Treibstoff, dann ist alles gut. So, der startet jetzt. Und dir fehlt noch ein einziges Treibstoffstückchen. Ich glaube, das kriegst du jetzt geliefert. So. Das wird schon. Aber wir müssen die ganzen Anlagen hier noch vernichten. Hups. Da sind noch ganz viele Reste. Vom Temperatur in Uppsala. Die ganzen Reste, die noch stehen. Wenn keiner sie mir halt braucht, ne, dann... baut man die halt so hin. Gibt's dafür eine Taste? So. Langsam und gemütlich. Wolkensaat. Jetzt kann es regnen, stürmen oder schneien. Na ja, auch schon 200 Millionen, okay. Auch nicht schlecht. Wer bist du und was hast du bei? Nee. So. Ist alles wieder weg. Ja, langsam wird's dann. Langsam wird's. Noch eine Rakete. Wo kommen denn die jetzt alle schon wieder her? Funding received. 4 Bewohner haben wir jetzt. Ja. Auf dem Mars geboren. 500, also fast die ganze Bevölkerung von mir ist mittlerweile auf dem Mars geboren. Nicht schlecht. 6 Obdachlose. Dann brauchen wir wohl hier auch nochmal eine Wohnung. Wollen wir nochmal ein intelligentes Apartment hin? Dann wird es schon passen. Du musst mal hoch zu der eigentlich echten Anlage. So. Wie schaut's hier aus? Für wie den Arbeiter, okay.
1800, heute 18. Na, langsam wird's. Funding received. Langsam breitet sich das ganze Grün aus und der Planet wird immer erdähnlicher. Ich habe mir überlegt, wie wir angefangen haben, hier mit so einem kleinen Gebiet und alles halt irgendwie versucht haben am Laufen zu halten, fast untergegangen wären, stehen wir jetzt sehr, sehr gut da. Ach, euch brauchen wir auch nicht mehr. Die Zeit fürs Heizen ist vorbei. Ich hätte höchstens gerne nochmal eine fette Notstrombatterie irgendwo stehen. Und da ist gleich hier ein relativ schicker Platz für. So. Schau mal, die ganzen Batterien werden hoffentlich ein bisschen Energie speichern können für uns. Aber die werden auch langsam sich vollladen jetzt. Na, langsam geht's voran. Aber allein haben die 9000, 12000, 15000, 18000, 21000 Kapazität. Das ist natürlich schon übel. Also den hier können wir mal entfernen, den brauchen wir nicht mehr. Der hat auch mittlerweile seinen Dienst erledigt. Der hat mittlerweile auch seinen Dienst erledigt. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.